Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es mal ein sehr angefragtes Video. Und zwar habe ich ja vor einer ganzen Weile mal meine Schminksammlung hochgeladen. Und die ist so gut bei euch angekommen. Und ich habe jetzt schon öfters die Nachfrage bekommen, ob ich denn mal ein Update drehen kann. Und ja, das habe ich gemacht. Und ich werde euch heute meine Schminksammlung zeigen. Und dann würde ich sagen, bleibt bis zum Ende dran und ich hoffe, euch gefällt das Video und viel Spaß. Ja, dann stehen wir hier vor meinem Schminktisch. Der ist aus dem dänischen Bettenlager. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die einzelnen Sachen jetzt hier drauf ein. Und ja, let's go. So, kommen wir zuerst zu dieser Ebene. Und hier habe ich halt einmal einen Vergrößerungsspiegel, weil ich mich an dem großen einfach nicht schminken kann. Und deswegen habe ich den hier stehen. Und hier habe ich meine Eos Lip Balms, beziehungsweise zwei Eos, einen pinken und einen roten. Hier habe ich einen aus Mallorca. Das ist halt keine Marke oder sonst was. Und hier habe ich noch meinen Labellino stehen. Und hier hinten habe ich von Essence noch einen Spitzer, weil der passt einfach nirgendwo mehr rein. Und ja, dann gehen wir mal zu der anderen Seite. Hier auf der Seite habe ich einmal so einen Kerzenständer von Ikea, halt diese typischen Kerzenständer hier. Und hier ist einmal ein Desinfektionsmittel drin von VivaSept, einfach um mich immer zu desinfizieren und sowas. Und hier habe ich halt alle meine Pinsel drin. Das Gefäß jetzt auch aus einem Laden, aus so einem Dekoladen bei mir in der Stadt. Und hier habe ich halt alle möglichen Pinsel drin. Hier habe ich von Evelyn ganz viele, meinen Puderpinsel, meinen Make-up-Pinsel, den ich aber nie benutze, weil der richtig schlecht ist und sehr hart. Dann meine Blush-Pinsel von Essence. Hier noch meinen Fächer-Highlighter-Pinsel, meine Augenbrauen-Pinsel von Essence und auch noch einen von Primark. Und dann habe ich hier auch noch so eine von Made My Make-up. Ja, sprechen kann ich auch nicht mehr. Und halt alle möglichen Lippenpinsel, Lidschattenpinsel, Blushpinsel und alles mögliche an Pinsel halt. Und dann kommen wir schon zu dieser Ecke hier. Hier liegt erstmal immer das Buch, was ich gerade lese. Das lege ich jetzt aber erstmal zur Seite. Und dann habe ich hier noch so ein Gefäß. Ich glaube, das war mal von Chibo oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Und ja, hier habe ich halt alle meine Lippenstifte. Da habe ich echt so einige von jeder möglichen Marke. Hier habe ich welche von Essence und von Catrice. P2, dann noch so Stifte. Da habe ich auch noch einen von Astor hier und von Trended Up und sowas. Dann habe ich hier von Chanel noch zwei Lippenprodukte und hier halt so einzelne. Hier habe ich noch von W7 meinen matten Topcoat für die Lippen. Und hier drüben stehen dann halt Fixing Sprays. Da benutze ich gerade immer das von Revolution. Dann habe ich noch eins von Catrice und eins von Reval de Loop. Und von Evelyn meinen Pinselreiniger habe ich auch noch stehen. Und dann hier noch so ein Thermalwasserspray, einfach um meinen Beauty Blender immer nass zu machen. Und dann würde ich sagen, ich gehe mal einzeln hier oben drauf ein. Das sieht in der Kamera jetzt alles ziemlich unordentlich aus, aber hier sind halt so verschiedene Fächer. Und hier vorne habe ich zuerst alles mögliche an Augenbrauenprodukten, meistens von Catrice, von Maybelline, von Max Factor ist der hier, glaube ich. Der malt allerdings nicht so gut. In dem zweiten Fach habe ich dann eigentlich Augenbrauenlifter, wie es heißt, aber ich benutze es halt immer für die untere Wasserlinie. Noch meine Q-Tips und meine Pinzetten, die sich hier irgendwo befinden. Okay, fällt halt alles runter. Hier habe ich noch einen Stiftlidschatten von Essence. Den benutze ich sehr gerne, wenn ich halt keine Zeit habe, um mich zu schminken. Und hier oben habe ich noch mehr von den Lippenstiften. Ja, klingt irgendwie komisch, aber hier habe ich noch P2 und von Tease Cosmetics und noch einen Lip Liner von Essence, weil der gerade woanders nicht reingepasst hat.
Hier habe ich auch noch eins von Lord & Barry. Hier habe ich dann alle meine Lip Liner. Ich hatte ja mir so ein ganzes Pack gekauft. Da sind halt alle möglichen Farben. Hier in dem Fach sind halt Kajalstifte und Eyeliner, meistens von Essence. Hier habe ich noch einen von Lollipops. Hier dahinter befinden sich Augenbrauenrasierer. Okay, das geht, fällt mir immer ab. Und hier sind noch mehr Lipliner und die benutze ich aber sehr selten, deswegen habe ich die da hinten reingemacht. Und hier ist noch ein von Nuvega Lash ein Wimpernserum und hier hinten versteckt ist auch noch ein Wimpernserum. Benutze ich allerdings gerade nicht. Dann kommen wir zu dieser Schublade und hier habe ich halt alle meine Mascaras drin und meine Wimpernzange. Das ist einfach so eine ganz einfache für 1 Euro, aber tut alles, was sie soll. Dann meine Lash Base von Essence, dann natürlich die Catrice Glam & Doll Mascara, dann habe ich auch noch eine von Primark und von P2 habe ich noch eine von Astor, habe ich auch noch was und ja, Catrice habe ich hier drin und Essence nochmal und von Benefit habe ich auch noch eine von Yves Rocher und ja, hier hinten ist noch von Maybelline eine. Und ja, hier ist die. Okay. Hier ist noch die Surreal Mascara von Benefit. Halt alles Mögliche. Und dann kommen wir hier zu dieser Schublade. Und hier sind halt alle meine Labellos drin. Da habe ich einen von Aveo. Hier hinten habe ich noch einen von Isana, den ich auch sehr gerne benutze. Von Essence ist hier noch einer und von Balea ist ja auch noch einer drin und von Labello natürlich. Hier habe ich meine 3 Lip Butters, auch von Labello, mag ich auch sehr gerne. Dann habe ich hier noch von Miss Lynn eine Lip Butter und von Primark, die ich aber nicht benutze. Und hier habe ich halt noch so Lipglosse und irgendwelche anderen Sachen, die ich halt einfach nicht benutze oder sehr selten. Hier habe ich von Catrice noch meinen Lip Scrub, den benutze ich auch sehr gerne. Und dann, wie gesagt, von Essence hier ein paar Lipglosse, die ich aber sehr selten benutze. Oder hier unten von Stage Color Cosmetics, den benutze ich eigentlich nie. Oder hier noch von Essence noch einer, den ich auch nie benutze. Und von Catrice ist ja auch noch der hier, der war ja eigentlich richtig gehypt und richtig gut, aber ich mag ihn halt einfach nicht so, beziehungsweise ich mag das Gefühl davon nicht. Und ja, halt so ein paar Sachen, die ich so gut wie nie benutze. Hier ist auch noch ein Lippenöl, benutze ich auch sehr selten. Dann kommen wir zu dem ersten Fach. Meine Fächer sind alle ziemlich unaufgeräumt, weil ich mittlerweile schon zu viel Schminke habe und das eigentlich alles hier gar nicht mehr reinpasst. Und hier vorne habe ich erstmal so Augenbrauenprodukte, zum Beispiel das von Essence oder das von Hyperallergic. Genik, wo ich immer noch nicht weiß, wie es ausgesprochen wird. Und dann habe ich hier auch noch von Benefit und von Essence das Augenbrauen-Gel. Das Gimme Brow habe ich auch hier. Und dann sind hier halt alle möglichen Lidschattenpaletten. Ja, von Catrice, die ich sehr gerne benutze, wie man wahrscheinlich sieht. Noch mehr von Catrice. Von Essence sind ja noch mehrere drin, also die sind alle von Essence. Und hier hinten ist von Miss Lynn noch eine Palette, die ist mit allen möglichen Sachen. Und hier ganz vorne habe ich auch noch Paletten. Einmal meine Lieblingspalette von Revolution und meine Blush-Palette von Revolution. Und dann ist hier auch noch eine von Catrice, weil meine ja fast alle war. Und hier an der Seite kommt mir noch was entgegengerollt, das gehört eigentlich mit dahinter und zwar ist das von P2 der Highlighter bzw. der All Over Illuminator, keine Ahnung. Und dann gehen wir jetzt mal in das hintere Fach und hier hinten sind halt alle möglichen Bronzer und Blushes, keine Ahnung, und noch einzelne Lidschatten, weil ich habe einfach keinen Platz mehr hier drinne. Und ja, hier sind welche von Essence, von Catrice habe ich noch welche, von 4LK Düsseldorf
und halt sehr viele von Essence, die ich sehr mag. Hier sind auch noch einzelne und hier ist noch einer von Nikki oder Nika K New York. Heißt das New York? Ja. Dann habe ich hinten noch einen Bronzer von Essence und ja, hier an der Seite habe ich halt noch so von Bare Minerals ein Lidschatten und hier ist noch ein Highlighter von der Glossy Box selber und hier habe ich noch einen Highlighter von Manhattan. Highlighter benutze ich eigentlich nie, aber naja. Dann habe ich hier von Essence noch ein Augenbrauenprodukt, was ich gerade sehr wenig benutze. Und hier habe ich noch von Model Co. ein Highlighter Trio. Und zwar habe ich jetzt hier zwei Concealer. Das variiert, was hier vorne liegt, weil ich hinten einfach keinen Platz mehr habe. Hier ist einer von Maybelline und einer von Essence, den ich sehr gerne mag. Wie gesagt, einige Beauty Blender habe ich hier. Dann habe ich noch die Camouflage von Catrice in zwei verschiedenen Farben. Von Alverde noch eine Camouflage und von Essence noch ein Concealer. Und hier hinten ist noch so ein Quattro von So Suzanne. Sieht aus, als hätte ich schon tausendmal benutzt, obwohl ich es, glaube ich, bis jetzt zweimal benutzt habe. Und hier hinten habe ich, wie gesagt, einige Puder. Mein Lieblingspuder ist das hier von Catrice, das All About Matte oder Mattitude Powder, wie auch immer. Das benutze ich eigentlich täglich. Dann habe ich noch von Maybelline einen Matte Maker, das Pick Me. Puder habe ich auch noch. Von Catrice habe ich noch eins und Essence und P2 ist hier noch drin. Und dann habe ich hier so einige Concealer, die sind alle sehr ungeordnet, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Und hier habe ich halt alles Mögliche von Manhattan zu Astor, Catrice habe ich, dann auch wieder dieses Hypoallergenik. Manhattan habe ich hier drin, dann habe ich noch einige von Essence hier mit drin. Von NYX habe ich noch einen, den ich auch sehr gerne mag. Noch mehr Essence hier und hier unten. Und P2 ist auch noch dabei. Also Concealer habe ich echt etliche, deswegen ist das ein bisschen schwierig, die alle zu zeigen. Ja, den Fit Me Concealer habe ich auch noch irgendwo, wo der jetzt gerade hin ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und hier hinten habe ich halt einfach noch so einen Pinsel, den ich gerade nicht benutze. Und dann ist hier noch ein Concealer, aber der ist halt noch voll quasi, noch nie benutzt. Und dann noch ein Make-up-Entferner, falls ich mich mal vermalen sollte. Dann kommen wir zur nächsten Schublade und da sind halt alles nur Foundations und Make-ups und sowas drin. Hier vorne das erste Fach sind eigentlich die Foundations, die ich sehr gerne benutze. Zum Beispiel das 24 Stunden Made to Stay Make-up von Catrice oder dieses Fit Me von Maybelline habe ich auch sehr gerne benutzt. Hier ist noch das andere Fit Me Make-up. Hier ist noch mehr von Catrice und dann noch von P2 und Trended Up ist, glaube ich, auch noch drin. Manhattan habe ich hier noch und ja, hier ist, wie gesagt, noch Trended Up, auf jeden Fall ordentlich. Und meistens benutze ich aber ein und dasselbe. Hier habe ich noch ein paar Proben, die ich irgendwann mal austesten möchte. Und hier hinten habe ich halt so Sachen, die ich nicht so gerne benutze. Ja, von NYX ein Make-up, was ich überhaupt nicht gerne mag. Oder NYX, wie auch immer mag, weiß ja keiner, wie man es ausspricht. Von BB eine Tagescreme, eine BB-Creme halt. BB-Cream, wie auch immer. Dann noch das Make-up von Essence, das benutze ich halt immer als Concealer, weil ich das sehr gerne mag. Und hier sind hier auch noch mehr Make-ups von Catrice und von Essence, was ich halt nicht mag. Von Astor ist hier noch eins. Dann habe ich noch eine CC Cream und noch so ein Perfektion optischer Sofortzauber. Und von Benefit habe ich auch noch diesen Professional. Und ja, hier hinten habe ich auch noch was. Da ich einfach keinen Platz mehr habe, habe ich es hier hinten hingestellt. Einmal von P2 noch so ein Gel Make-up und von P2 noch so ein Make-up. Mitte fein, wie auch immer. Dann ist hier noch das Get Picture Ready von Essence. Benutze ich aber nicht so gerne. Dann sind hier noch Q-Tips. Und dann habe ich hier von Catrice noch
Diese Liquid Coverage Foundation passt aber wie gesagt auch nirgendwo mehr rein. Deswegen steht hier hinten. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr natürlich alle in der Infobox, wo auch sonst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einem neuen Video von mir. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.